geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute schauen wir einen Sundrop-Film um 3 Uhr nach. Ihr habt richtig gehört, Freunde, ein neues Horrorwesen ist aufgetaucht, nämlich Sundrop. Und Sundrop ist mega gruselig, weil wenn das Licht an ist, dann ist es eine ganz normale Sonne. Und wenn das Licht ausgeht, verwandelt sie sich in ein böses Mondmonster. Und das ist dann hier, um uns zu holen. Aber wo ist eigentlich das Kinovogelmann? Keine Ahnung, Doktor, wir sind ja gerade nicht im Kino. Wie sollen wir dann den Film schauen? Ja, ich weiß auch nicht. Aber was machen wir jetzt, Vogelmann? Keine Sorge, ich habe einen Kinotrank gekauft. Oh mein Gott, einen Kinotrank? Ist ja mega cool. Ja, und mit dem habe ich unser Wohnzimmer in ein Kino verzaubert. Und da dort drüben ist unser ist schon... Oh mein Gott. Das heißt, indem du diesen Trank hier über die Tür da hinten geschüttet hast, hat sich der Raum hier in ein Kino verwandelt? Genau, Doktor, dort ist jetzt ein Kino. Wow, ist ja mega cool. Ich bin schon so gespannt, wie es hier hinter jetzt aussieht. Und das erfahren wir auch gleich. Aber was machen wir denn, wenn es Licht ausgeht? Ich meine, dann ist es dunkel und die gute Sundrop verwandelt sich in das Mondmonster. Genau dafür habe ich uns die hellste Taschenlampe der Welt besorgt. Oh mein Gott, mega cool. Das heißt, selbst wenn das Licht hier ausfällt, es kommt hier immer mal wieder zu Stromausfällen. Haben wir eine Lampe, mit der wir geschützt sind. Freunde, gebt jetzt auch mal einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr wissen wollt, was in dieser Mystery Box hier drin ist. Die habe ich aus dem Darknet bestellt und hier ist was drin, wo wir den Mondmann besiegen können. Aber die öffnen wir erst bei 10.000 Likes. Oh mein Gott, bei 10.000 Likes. Abonniert jetzt auch mal kostenlos diesen Kanal. Wir verschenken den Boxinhalt. Oh mein Gott, wir verlosen den Inhalt der Box. Ist ja mega cool, aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, let's go. Okay, Freunde, es ist mittlerweile 2.44 Uhr mitten in der Nacht. Und das heißt, es sind noch 16 Minuten, bis wir den Film starten können. Denn wie ihr hier auf dem Plakat schon seht, beginnt der Film immer um 3 Uhr nachts. Wenn ihr euch diesen Sundrop schon anschaut, der ist einfach so krass. Aber was bedeutet die Symbole? Oh mein Gott, diese grünen Symbole hier? Ja, genau, die Gesichter mit den zwei Knochen hier. Ja, stimmt, ich weiß auch nicht, was die bedeuten. Freunde, wenn ihr es wisst, dann schreibt es jetzt bitte direkt mal in die Kommentare. Ihr habt dafür jetzt genau 5 Sekunden Zeit und danach schauen wir nach, wer von euch richtig lag. Aber schau mal, Vogelmann, das hier war ja die Vorstellung vorgestern und das war die Vorstellung gestern. Und heute ist einfach noch nichts eingetragen. Hä, was ist das denn? Vielleicht müssen wir den Film ja erst schauen und dann wird was eingetragen. Aber naja, jetzt ist es gleich 5 Minuten vor 3 Uhr und die Tür sollte sich jetzt öffnen. Und die Tür geht auch schon auf, Freunde. Wow, schaut mal, wie die hier aufgeht. Und hier ist jetzt unser Kinosaal und wow, sieht der krass aus. Und schau mal hier, Doktor, ein Schild. Mein Gott, ja, hier, bitte Tür zu und Licht aus. Das Ding ist, sollen wir das wirklich machen, Vogelmann? Das ist unser Schutz vom Mondmann. Ja, wir brauchen eigentlich unser Licht. Nicht, dass sich Sundrop in das Mondmonster verwandelt. Aber wow, Vogelmann, schau mal da hinten. Hier steht einfach schon Popcorn für uns bereit. Ist ja mega cool, wie im echten Kino. Wow, ich liebe Popcorn mega. Ja, das ist viel zu cool. Aber schau mal hier, Vogelmann. Hier ist einfach der Abonnieren-Button. Was hat das denn zu bedeuten? Also, ich habe Dr. Light schon abonniert und du, Doktor... Ja, ich habe auch schon abonniert. Habt ihr etwa noch nicht abonniert? Oh mein Gott, dann geht jetzt direkt mal hier unten unter das Video und abonniert diesen Kanal, damit der Film hier gleich startet. Das heißt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, auch du, dann macht es jetzt ganz schnell kostenlos. Und dann startet auch schon dieser Film. Aber lasst uns jetzt direkt mal hier hinten auf die Couch setzen. So, oh mein Gott, aber warte mal, der Film startet irgendwie immer noch nicht. Obwohl es eigentlich 3 Uhr ist, Freunde. Haben vielleicht noch nicht alle abonniert. Ich weiß es auch nicht, aber warte mal, hörst du das? Bitte schalten Sie alle Lichter aus, bevor der Film beginnt. Wie, wir sollen unser Licht ausschalten? Erst dann startet der Film. Ja, dann schalt sie halt aus, wenn nur dann der Film startet, haben wir ja keine andere Wahl. Okay, okay, jetzt ist sie aus, Doktor. Okay, perfekt. Und oh mein Gott, ja, er startet. Ich weiß auch nicht, aber oh mein Gott, es sieht so aus, als ob Huggy Wuggy wegläuft. Und er macht das Licht einfach aus, Doc. Jetzt ist es dunkel. Ja, der hat das Licht ausgemacht. Und wow, er verwandelt. Sie hat mit dem... Ja, da taucht er überall auf. Wow, das macht mir so Angst. Der Film ist nichts für schwache Nerven, so gruselig. Ja, der Film ist gruseliger als all die anderen Filme, die wir bisher geschaut haben. Aber warte mal. Oh mein Gott, was war das, Vogelmann? Mach mal schnell das Licht an. Okay, erledigt. Oh mein Gott. Das war irgendein gruseliges Geräusch. Ihr habt es doch auch gehört, oder? Das Geräusch kam irgendwie von da hinten oder so. Lasst uns mal nachschauen. Da hinten irgendwie, Richtung von diesem Kamin hier. Lasst uns mal schauen, ob da irgendwas drin ist. Oh mein Gott, machen wir es mal auf in 3, 2, 1 und let's go. Aber nee, sieht nicht so aus. Nee, der ist komplett leer und hier oben ist auch nichts. Oder das Geräusch kam von unten aus dem dunklen Keller. Ja, stimmt, das kann auch sein. Das Ding ist, vielleicht haben wir uns auch einfach nur verhört. Aber schau mal hier. Mein Gott, was ist, Vogelmann?
ein Zettel. Oh mein Gott, ein Zettel im Popcorn? Gib ihn mal her, dann machen wir ihn direkt mal auf. Und oh mein Gott, ja, hier steht was drauf. Und ja, schaut mal, Freunde, hier steht Licht aus. Und da ist irgendwie Moondrop oben drauf. Oh mein Gott, woher wusste er das, dass wir das Licht anhaben? Ist ja mega gruselig. Das heißt aber auch, der muss hier irgendwo sein und uns beobachten. Das wird mir ehrlich gesagt ein bisschen zu gruselig. Freunde, lasst uns lieber mal kurz in den anderen Raum wieder gehen. Da ist es nämlich komplett beleuchtet. Kommt mit. So, hier rüber. Da ist nämlich unser Hauptraum wieder. Und hier steht ja auch unser mysteriöses Paket. Oh mein Gott. Das Ding ist, haben wir mittlerweile schon genügend Likes, um das zu öffnen, Vogelmann? Warte, ich schau mal kurz nach. Ja, schau direkt mal nach. Und ja, fast. Es fehlt nur noch ein Like zum Öffnen der Box. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Ein Like noch, bis wir dieses Riesenpaket hier öffnen können. Und darin ist dann unser Wunderzauber. Und damit können wir gegen Moondrop gewinnen. Das heißt, wenn wir das hier drin haben, können wir drüben auch das Licht ausschalten. Und Moondrop zu uns kommen lassen, weil dann können wir ihn ja zerstören. Das heißt, du musst jetzt nur noch einen fetten Daumen nach oben geben, damit wir das Ganze hier öffnen können. Und dafür hast du jetzt genau nur noch 10 Sekunden Zeit. Und was mache ich in der Zeit? Na, du könntest mal das Riesenlabyrinth im BFF-Buch ausprobieren. Ja, wie cool. Oh mein Gott, ja, let's go. Und oh mein Gott, du probierst ja schon den ersten Weg, Vogelmann. Bin schon fast durch. Ja, aber gleich ist auch eure Zeit rum, Freunde. Sie läuft hier oben ab. Das ist so ultra lustig. Ja, und fertig. Leider hast du das Labyrinth in der Zeit nicht fertig geschafft. Das ist auch echt riesig. Wenn ihr das auch machen wollt, holt euch das BFF-Buch. Aber so wie es aussieht, haben wir jetzt die Likes geknackt? Ja. Dann schauen wir jetzt direkt mal in diese Box hier rein, was hier drin ist. Oh mein Gott, ich weiß es selber nicht. Da stand nämlich nur Mittel zur Zerstörung vom Moondrop-Monster oder vom Mondmonster drauf. Aber gut, machen wir es direkt mal auf. Schaut mal, hier ist einfach ein Laser drin. Oh mein Gott, ja. Und das ist nicht irgendein Laser. Ich kenne den nämlich schon. Das ist einfach der stärkste Laser der Welt. Oh mein Gott, ist ja mega krass. Mit dem kann man Luftballons zum Platzen bringen und irgendwelche Streichhölzer anzünden. Dann schalten wir den mal an. Ihr habt es euch verdient, Freunde. Und wow, schaut mal, wie stark der ist. Halten wir mal meinen Finger drunter. Oh mein Gott, wow, das war so heiß. Mit diesem Laser hier ist auf keinen Fall zu spaßen. Und damit können wir Moondrop zerstören. Dann lass uns jetzt den Film weiter schauen, dass das Mondmonster kommt. Ja, oh mein Gott. Weil nur wenn wir den Film weiter schauen, dann kommt das Mondmonster auch wirklich. Und dann zerstören wir es. Ganz genau, aber zuerst musst du gleich dann die Taschenlampe ausschalten, damit der Film weitergeht. Das Ding ist, lass sie mal, während wir wieder in den Kinoraum laufen, an. Nicht, dass er da drin schon wartet. Dann lasst uns direkt mal wieder rübergehen, weil ein bisschen von Film haben wir ja noch vor uns. Die Tür geht schon wieder auf. Und schau mal, hier drüben steht auch schon wieder unser Popcorn, das wir vorhin fallen gelassen haben. So. Dann setzen wir uns jetzt direkt mal wieder rüber und schauen den Film weiter. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, Freunde. Ja, wir müssen nur noch das Licht ausschalten und dann geht die Vorstellung weiter. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und das Licht geht wieder aus. Oh mein Gott, jetzt startet der Film wieder. Und oh mein Gott, das ist mein Huggy Wuggy wieder. Das blaue Haji-Monster. Ja, Huggy Wuggy, Huggy Wuggy. Ja, das Monster jagt ihn mega. Und was macht er da mit Huggy Wuggy? Ja, wow, das schleift ihn irgendwie weg. Oh mein Gott, was hat's mit dem hier gemacht? Sieht so aus, als ob der auf uns zukommt. Ja. Hängt so am Bildschirm. Ja! Wow, was war das denn, Vogelmann? Der ist mega auf uns zugerannt. Aber warte mal, hörst du das? Irgendwie ist es hier mega still geworden, oder nicht? Ja, und hörst du dieses Brüllen? Ja, oh mein Gott, das hört sich so gruselig an. Das ist das Mondmonster. Ja, oh mein Gott, aber wir haben ja was, um uns zu schützen. Danke an euch, Freunde. Wenn ihr noch kein Teil der Dr. Light Crew seid, dann seid ihr jetzt herzlichst eingeladen zu abonnieren. Und dann sind wir alle Freunde. Ja, das wäre schön. Ja, oh mein Gott, so cool. Also, wenn ihr auch unser Freund sein wollt, dann abonniert jetzt kostenlos. Es ist komplett kostenlos. Warte mal, was ist das hier hinten? Mein Gott, ich weiß es nicht, aber schaut mal, hier steht Vorsicht auf Englisch drauf. Und der Mondmann ist ja auch noch drauf. Oh mein Gott, leuchten wir direkt mal auf ihn drauf. Oh mein Gott. Mondmann, geh kaputt und oh mein Gott. Schnell löschen, oh mein Gott. Und wow, schaut mal. Das hat mega das Loch hier reingebrannt. Wow, wie krass ist das denn? Aber nur da, wo der Mondmann hier drauf ist. Das heißt, man kann ihn damit wirklich bekämpfen. Ist ja viel zu krass, wir werden ihn zerstören. Aber dazu müssen wir ihn erstmal finden, Vogelmann. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Na, im Keller. Da hast du recht, bestimmt ist er im Keller. Aber dazu müssen wir erstmal in den Keller gehen. Und Vogelmann, es ist 3 Uhr nachts. Das heißt, das sollte man eigentlich nicht tun. Stimmt, aber wir haben es ja versprochen, Doktor. Ja, stimmt, wir haben es euch versprochen. Und deswegen machen wir das jetzt direkt mal. Kommt mit. Und hier ist auch schon die Kellertür. Dann lass uns die direkt mal öffnen in 3, 2, 1 und... Habt ihr das gehört? Oh, da kam mega das gruselige Geräusch hier aus dem Keller. Dann lasst uns jetzt da direkt mal runtergehen. Wir haben ja diesen Laserpointer hier. Kommt mit. So, und hier rum hinten in den Keller rein. Und eigentlich dürfen wir hier nicht mal weiter. Da steht einfach privat drauf. Aber naja, das Ganze ist ja mein Haus. Deswegen dürfen wir da auch rein. Kommt mit. Und hier durch. Mein Gott, es ist mega dunkel hier unten. Vielleicht sollten wir den Laser schon mal anmachen, damit wir ihn direkt anleuchten können, wenn wir ihn sehen. Und hier hinten weiter. Und wir kommen den Geräuschen immer näher. Schauen wir mal, ob da hinten irgendwas ist. Da ist nämlich
nämlich so ein kleines Versteck. Und da könnte sich Moondrop auch mega gut verstecken. Und da kommen auch Geräusche her. Vogelmann ist mittlerweile schon da hinten stehen geblieben, weil er so viel Angst hatte. Aber gut, wir schauen jetzt direkt mal hier hinter. In 3, 2, 1 und... Hab dich! Oh mein Gott, nein, er ist hier gar nicht. Und die Geräusche kommen hier nur von diesen Rohren oder so. Da tropft irgendwie Wasser runter. Aber gut, dann lass uns mal noch ein Stück weiter in den Keller reinschauen. Hier nach hinten und... Wartet mal, was ist das denn? Hört ihr diese Geräusche, als ob da jemand was umkramt oder so? Und oh mein Gott, ja! Schaut mal, seid leise, Freunde, da läuft gerade Moondrop entlang. Ist ja mega krass, aber was passiert, wenn wir da jetzt das Licht einschalten? Dann müsste der sich ja eigentlich in Sundrop verwandeln, oder? Lass uns das direkt mal versuchen, kommt mit, ganz leise. Und hier hinten das Licht anschalten, let's go! Und oh mein Gott, ist hier niemand mehr, oder? Nein. Ist ja mega mystisch, Freunde. Das heißt, da hat sich irgendwie Luft aufgelöst oder so? Wenn ihr wisst, wo sich jetzt gerade Sundrop befindet, dann schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Aber ich sehe ihn hier jetzt eigentlich nicht mehr. Dann lasst uns jetzt schnell wieder zu Vogelmann gehen. Und schauen, ob es ihm da hinten noch gut geht. Kommt mit. Und oh mein Gott, Vogelmann, da bist du ja wieder. Ich bin vor Angst hier geblieben. Wow, du hattest so Angst. Es tut mir so leid, Vogelmann, aber wir mussten den Keller erkunden. Ja, aber lass uns wieder nach oben. Ja, das wird wohl das Beste sein. Aber gut, jetzt habe ich echt wieder Lust auf leckeres Popcorn. Lass uns hochgehen. Komm hier rüber, Vogelmann. Schau, das Popcorn. Gott, ja, du hast recht. Was ist denn mit dem Popcorn passiert? Wow, da ist irgend so ein Glibberbibber drauf. Schaut euch das mal an. Das ist mega ekelig, schwabbelig. Jetzt können wir das ja nicht mehr essen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde das eigentlich auch nicht mehr essen. Aber du hast es schon angefasst. Ha, stimmt, da hast du recht, Vogelmann. Was man anfasst, muss man auch essen. Aber du hast es doch auch angefasst. Ja, okay, dann lass uns schnicken, Doktor. Oh mein Gott, okay. Und du weißt, ich bin der Schnick-Schnack-Schnuck-Weltmeister. Ja, ja, ist klar. Dann lass uns direkt loslegen. Schere, Stein, Papier. Ups, oh mein Gott, nein, Stein schlägt Schere. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt essen, aber lass uns vorher zur Sicherheit mit dem Laser drauf leuchten. Nicht, dass es irgendwas von diesem Mondmonster oder so ist. Okay, lass uns das machen in 3, 2, 1 und let's go. Oh mein Gott. Schau dich das mal an, das reflektiert mega irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das essen kann, Vogelmann. Naja, du hast eben verloren. Na gut, da hast du schon recht. Denn was versprochen ist, ist versprochen und das wird auch nicht... Gebrochen. Genau, gebrochen, Vogelmann, aber gut. Dann muss ich das jetzt ja einmal essen. Eine schöne Handvoll. Hier auch von dem Glibberzeug und das jetzt in meinen Mund. Oh mein Gott, es schmeckt so eklig. Haha, aber nach was schmeckt es genau? Irgendwie nach so Zeug, was aus der Nase kommt. Ich meine, schaut mal, Freunde, nach sowas sieht es auch aus wie Gilligil. Vielleicht ist das Mondmonster Schleim. Ja, ganz genau. Vielleicht war das ein Schleim. Aber irgendwie habe ich auf einmal mega Hunger. Oh mein Gott, lass uns direkt mal zum Kühlschrank gehen. Komm, stell mit, Vogelmann. Oh mein Gott, ich habe so einen Hunger. Auf mit dem Kühlschrank. Oh mein Gott, was haben wir denn hier Leckeres? Lass uns das direkt mal essen. Oh mein Gott, hier hin damit. Oh nein, was passiert da gerade mit Doktor? Der verhält sich irgendwie komisch, Freunde. Oh, ist der lecker. Du weißt, das ist Erdbeersirup. Wie, das ist nur Sirup? Deswegen schmeckt er so nach Erdbeersirup, aber ich will keinen Erdbeersirup. Ich hab's, er verwandelt sich in das Mondmonster. Wir müssen ihn mit dem Laser anleuchten, bevor irgendwas passiert. Hier ist er und leuchtet. Oh mein Gott, Vogelmann, was machst du da? Oh mein Gott, warte mal, was ist gerade passiert, Vogelmann? Und warum sind wir gerade in der Küche? Na, du hast auf einmal das hier gegessen, Doktor. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, dieser Glibber war doch nicht so gut. Vielleicht war das ja ein Mondmonstertrank oder so. Oh nein, und dann verwandle ich mich jetzt immer mehr in ein Mondmonster. Oh mein Gott, wie lecker. Oh nein, es passiert schon wieder. Lasst ihn uns wieder mit dem Laser anleuchten. Oh mein Gott, ich bin wieder ich selber. Das heißt, immer wenn du mich mit diesem Laser anleuchtest, werde ich wieder ich. Aber jetzt verwandle ich mich immer wieder langsam in dieses Mondmonster. Oh mein Gott, schau mal meine Hände an. Und sie werden wieder ganz normal. Oh mein Gott, das heißt, du musst den Laser immer auf mir halten. Und solange du den hier auf mir hältst, ist alles gut. Das Ding ist, wie können wir den Trank jetzt wieder rückgängig machen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja gut, dann musst du halt weiterhin diesen Laser auf mich richten. Ja gut, aber du kannst mich auch einfach verwandeln lassen. Weil wenn ich mich verwandelt habe, dann werde ich ja zu dem Mondmonster. Aber das ist gruselig. Aber wenn ihr wollt, dass wir das machen, dann machen wir das auch. Dann musst du aber gleich aufhören zu leuchten. Wenn ihr wollt, dass Vogelmann aufhört, diesen Laser hier auf mich zu richten, dass ich dann mich verwandle in das Mondmonster, dann schreibt jetzt mal Mondmonster in die Kommentare. Nur wenn wir ganz viele Mondmonster in den Kommentaren sehen, dann machen wir das auch wirklich. Und ihr habt dafür 10 Sekunden Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Igelvogelmann! Ich sehe einfach aus wie so ein alter Mann mit Bart, Freunde. Aber egal, wischen wir das Ganze mal weg. Dann schauen wir jetzt direkt mal, was die Kommentare sagen, Vogelmann. Und Freunde, ihr schreibt alle Mondmann in die Kommentare. Oh nein! Das heißt, ich muss mich jetzt in den Mondmann verwandeln. Vogelmann, mach den Laser hier am besten jetzt mal aus. In 3, 2, 1 und aus. Ich verwandle mich jetzt wieder so langsam und oh mein Gott, ich merk's auch schon. Ich verwandle mich so langsam, oh mein Gott, ich habe Krallen bekommen, ja. Ich spüre den Mond in mir aufgehen. Oh
nein, Doktor verwandelt sich gleich komplett und ja, schaut da drüben.